Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig-Tutorial. In dieser Folge geht es um das Delay Plus Device aus dem Bereich der Hall-Effekte und aus der, ich würde sie mal besonderen Kategorie der Plus-Devices einfach mal nennen, so wie Chorus Plus, Flanger Plus, Phaser Plus und so weiter. Aber legen wir doch einfach mal los. So, und das ist das neue Delay Plus und dieses Delay Plus erweitert die Serie der Delays. Ich habe hier jetzt einfach mal die anderen Delays hier mit aufgeführt und deaktiviert, beziehungsweise die können wir ja einfach mal aktivieren hier. Wir haben einerseits das Delay 1, das ist ein Mono-Delay mit diversen Möglichkeiten drin. Dann gibt es das Delay 2, ein Stereo-Delay mit diversen Möglichkeiten und Crossfeeds, auch immer ganz wichtig. Und dann gibt es das Delay 4, ein Tap-Delay, ein Multi-Delay, das für sehr komplexe Delays wahnsinnig hilfreich ist. Aber es soll in dieser Folge um das Delay Plus gehen. Deshalb deaktiviere ich das alles nochmal und mache hier auch gleich nochmal das Spektrum an, weil das ist das, was wir uns auch nochmal angucken wollen. So, und das Ganze mache ich jetzt nochmal groß, dass das Device in voller Größe da ist. Vorne dran habe ich einen Polysynth gemacht, damit da auch so ein bisschen Sound ankommt, damit man da ein bisschen was hören kann. Und ich habe da auch schon ein bisschen mit rumgespielt, deshalb lade ich das jetzt einfach nochmal mit rein, hier ganz frisch. So, das ist die Standardeinstellung des Delay Plus. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz über das Device weg. Hier oben gibt es die üblichen Funktionen, ein, aus, dann der Presets-Knopf. Hier ist die Titelleiste, dann gibt es hier die Remote Controls und hier gibt es die Modulationsspalte. So, das Delay Plus geht hier los an der Seite, dass man hier einstellen kann, handelt es sich um einen Mono-Delay, um ein Stereo-Delay, um ein Ping-Pong-Delay, was mit der linken Seite anfängt, oder ein Ping-Pong-Delay, was mit der rechten Seite anfängt. Ich glaube, standardmäßig sind Ping-Pong-Delays immer nur von links, aber ich finde das wunderbar, dass das hier auch von der anderen Seite losgeht, weil ich hatte schon öfter den Fall, da wollte ich einfach, dass das Delay von der anderen Seite delayt. Oder man kann das ja auch per Automation einfach umschalten, dass einmal das Delay von links kommt und bei der nächsten Note schaltet man das um und dann kommt das von rechts. Kann natürlich auch nur bei Noten gemacht werden oder Sounds gemacht werden, die ein bisschen weiter auseinander liegen. So, aber mit den verschiedenen Delays kommen noch so ein paar Funktionen irgendwie mit rein, die sich hier verändern. Bei einem Mono-Delay habe ich auf der Seite hier einen Panning-Regler. Das heißt, ich kann hier das Signal, wenn ich jetzt einen Mono-Delay hier am Start habe, kann ich das entweder rechts oder links pennen. Schalte ich das hier auf das Stereo-Delay, habe ich hier einen Width, also ein Breitensignal. Und entsprechend kann ich dann der Einstellung auch nochmal die Stereobreite verändern. Dann mit dem Ping-Pong habe ich dann, ich mache das mal ein bisschen länger hier, jetzt erst links und dann rechts. Und mit dem Ping-Pong oder Ping-R jetzt erst rechts und dann links und dann hin und her, bis es sich quasi ausgefadet hat. Ich lasse jetzt einfach mal hier auf dem Stereo-Delay. So, hier oben gibt es dann auch mal noch die Matrix und die kann ich umstellen, also die Zeitmatrix, die kann ich umstellen entweder auf eine Zeitmatrix bis 5 Sekunden. Das heißt, ich kann dann das Delay einstellen. Unabhängig vom Beat oder vom Transport, was ich hier eingestellt habe. Oder ich stelle das hier auf 16, auf Achtel oder auf Viertel ein. Das heißt, ich kann hier dann mit 16 bis auf 8/16 hochgehen, bei den Achtel bis auf 8/8 und bei den Viertel bis auf 8/4 zum Beispiel. Und was ich hier noch machen kann, ich kann natürlich dann nochmal eine Verzögerung einbauen, sodass ich hier halt Triplets habe oder punktierte
Noten bzw. Wiederholungen bzw. Delays oder Echos. So, machen wir mal hier auf Standard 3 wieder zurück. Hier drunter gibt es dann noch eine Einstellung, wonach ich dann das Delay nochmal detunen kann. Und der Wert bei detunen wird jetzt hier in Millisekunden angegeben, nicht in Semitones oder Feintuning oder Cores. Und zwar, wenn ich das jetzt mache, machen wir vielleicht ein bisschen länger und ein bisschen mehr. Das mal hier aus. Ein bisschen mehr Feedback. Und dann mache ich das hier mal auf 0. Hört man das so ein bisschen, wie das dann hoch oder runter geht. Machen wir es nochmal anders. So. Da hört man das Detuning ganz schön, weil wenn man das jetzt einfach nur so mal so verstellt, ist ein bisschen schwer zu hören. Den Unterschied und Unterschiede hört man ja immer ganz gut, wenn man einen Unterschied macht. Deshalb, wenn man das jetzt hier so hin und her schiebt, während das Original noch einmal Echo hat und dann schiebt man für das nächste Echo das in eine andere Richtung, dann hört man den Unterschied halt einfach schön. Und dann gibt es hier noch, kann man so einen Toggle umstellen, dass quasi rechte und linke Seite dann quasi unterschiedlich getunt werden. Die eine Seite geht runter, die andere Seite geht hoch. Und das gibt einen ganz schönen Effekt eigentlich, wenn ich das jetzt zum Beispiel mal so auf 10 Sekunden, 10 Millisekunden mache und das Feedback hier mal auf 100% mache, dann höre ich, wie sich das rhythmisch langsam verschiebt oder schnell, je nachdem. Dadurch, dass die Tonhöhen halt so ein bisschen unterschiedlich sind, ist natürlich auch der Sound unterschiedlich schnell, kann man vielleicht so ausdrücken. Und entsprechend kommt es dann zu Laufzeitunterschieden. Und damit kann man auch schön spielen. Also wenn ich das jetzt hier ausstelle und ob ich da jetzt irgendwie was reinmache oder nicht, ist jetzt einfach nur die Tonhöhe des Delays. Und ich schalte das jetzt einfach mal ein. Mit dem Feedback so ein bisschen hoch und ich spiele da so ein bisschen dran rum. Ich mache mal hier den EQ ganz aus. Dann bleibt das Feedback oder das Delay immer gleich vom rhythmischen her stand. Also achtet einfach mal nur auf den rhythmischen Aspekt, nicht nur einfach so auf die Lautstärke oder irgendwie sowas. Also ich habe hier immer einen gleichbleibenden Rhythmus. Machen wir wieder weg. Und dann machen wir hier nochmal so auf, ich glaube so 5 oder 10 war eigentlich ganz gut. Und jetzt schalte ich diesen Toggle ein, diesen Stereo-Detune off, sodass eben linke und rechte Seite unterschiedlich, je nachdem welche Richtung ich das schiebe, ist die linke Seite tiefer getunt und die rechte Seite höher oder eben andersrum. Und durch diesen Laufzeitunterschied gibt das eben eine rhythmische Verschiebung des Delays und die ist extrem interessant. Ich mache das jetzt einfach nochmal. Also vorher hatten wir immer den gleichen Rhythmus und hier verschiebt sich das Ganze. Das ist wunderschön. Bis es sich dann wieder trifft und dann wieder auseinanderdriftet. Das heißt, man hat so eine ständige Auseinanderdriften und wieder zusammenkommen, Auseinanderdriften und zusammengekommen. Ist natürlich jetzt für ein schnelles Stück jetzt vielleicht nicht ganz so das Richtige, aber gerade wenn man
Im Ambient-Bereich, Chill-Out-Bereich oder man macht halt wirklich mal eine, auch in schnellen Stücken, einfach mal eine längere Pause oder lässt das ausklingen zum Beispiel. Dann könnte man durch so eine Laufzeitverschiebung einfach so eine, noch eine schöne Rhythmik irgendwie reinbringen, beziehungsweise nicht einfach nur so einen Delay vor sich hin delayen lassen mit einem 100% Feedback oder sowas oder irgendwie sowas um den Dreh rum, sondern das Delay hat dann noch mal so ein bisschen ein Eigenleben und fängt an zu schwingen rechts, links. Finde ich eine wunderbare Sache. So, machen wir das hier wieder aus. So, und dann gibt es natürlich hier unten den EQ, der einfach nur das Feedback, oder einfach nur ist gut, aber der steuert das Feedback. Das heißt, da habe ich ja schon mal, wenn ich das jetzt hier noch mal ganz aufdrehe, ist ja schon bekannt, aber dennoch noch mal zeigen, wenn ich das hier mache, kriege ich ja quasi denselben Sound nochmal zurück. Nicht quatschen, sondern. Ja, und da kann man eben dann einfach das Feedback des Delays, beziehungsweise ja, das Delay selber, was halt dann einfach zurückgeworfen wird, einfach eine andere Klangfarbe geben. Und das Delay viel offensichtlicher quasi in einen Hintergrund schieben, beziehungsweise in einen Hintergrund werfen, als würde man sich zum Beispiel von einem Punkt entfernen. Also es ist eine schöne räumliche Gestaltungsmöglichkeit, wenn man mit dem EQ das genau einstellt. Das muss nicht unbedingt jetzt so in einem Ambient-Bereich sein, wo man sagt, okay, da muss man genau hinhören, damit man das hört. Das kann auch in einem normalen Song sein, indem man einfach zum Beispiel die ganzen Tiefen einfach nur rausmacht, weil man das Delay quasi nur oben glitzern haben möchte. Dann spart man sich noch weiteres EQing oder mit Sidesplitting oder irgendwie sonst was noch mit dabei. Man hat einfach den Originalsound und den Mix-Sound schneidet man einfach unten die tiefen Bereiche ab und hat dann quasi nur oben so ein bisschen in den Saiten, wenn man das noch Stereo macht mit Ping-Pong, so den Sound vor sich hin glitzern. Ist manchmal auch ein sehr gutes Stilmittel dafür. So, also das macht der EQ und dann, das überspringe ich mal, das ist, da komme ich gleich nochmal dazu. Dann habe ich ja hier schon die ganze Zeit den Feedback-Regler geregelt. Das ist auch ein wunderbares Instrument, um einen Sound einfach zu formen. Also das heißt, wenn ich 100% in der Standardeinstellung Feedback habe, dann kann ich quasi den Sound für immer halten. Also ich drücke immer nur ganz kurz eine Taste und der Feedback oder das Feedback wiederholt das einfach. Und dann kann ich das natürlich auch höher drehen, dann wird das lauter. Oder ich drehe es ein bisschen runter, dann wird es natürlich auch leiser, weil das Feedback an sich dann einfach nur noch nicht mehr 100% oder über 100% hat, sondern einfach wesentlich drunter. Das ist noch so ein bisschen abhängig von ein paar anderen Faktoren, da komme ich aber auch noch mal gleich dazu. So, das Feedback hat jetzt zum Beispiel im Stereo-Modus, also in dem hier, noch mal diesen Schalter hier. Und dieser Schalter sagt nichts anderes. Und das sehen wir hier auch im Inspektor hier auf der linken Seite, ein Crossfeed Stereo. Das ist besonders hilfreich auf Kopfhörern, wo nämlich das Feedback, was zum Beispiel auf dem rechten Ohr kommt, nochmals ein bisschen auf das linke Ohr zeitlich versetzt geschoben wird. Und genauso das linke Feedback oder Delay wird nochmal ein kleiner Teil auf das rechte Ohr geschoben. So wie wenn man das ohne Kopfhörer hören würde, aus Boxen oder in der echten Welt, dann hört man ja auch nicht nur immer einen Sound, nur ganz abgekapselt auf dem einen Ohr und auf dem anderen gar nichts, sondern es kommen immer so kleine Reste oder mit einer Zeitverzögerung kommt der Sound auf dem linken Ohr an. Das heißt, das gibt ein ganz anderes Stereobild, wenn ich das eben einschalten kann. Gibt es nochmal eine ganz andere Räumlichkeit. Ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer zu hören, je nach Sound.
Man kann es ein bisschen hören, wenn ich das einschalte. Da kommt aber eben noch so ein Klicken mit dazu, wenn ich den einschalte. Aber man merkt so ein bisschen, es wird so ein bisschen räumlicher zusätzlich, weil ich einfach diese natürliche Geschichte habe, wo ein Sound quasi an beide Ohren kommt, aber zeitverzögert und da halt einfach nochmal eine neue Räumlichkeit aufmacht. Das ist an der Stelle einfach nochmal wichtig. Diesen Parameter habe ich nicht überall. Den habe ich nicht bei Mono, den habe ich eigentlich, glaube ich, noch bei Stereo und auch nicht bei Ping-Pong, weil bei Ping-Pong habe ich ja sowieso nochmal so eine Bewegung hin und her, rechts und links. Also von daher, da vielleicht, wenn man zusätzlich Räumlichkeit nochmal schaffen will, ist das natürlich ein großartiger Punkt. Und auch ein ganz toller Punkt ist hier das Ducking. Und das Ducking macht nichts anderes, dass wenn ich jetzt einen Sound, einen Delay hier am Start habe und ich drücke ständig nach, dann habe ich das, dass der Sound, der quasi nachkommt in dieses Delay rein, unter Umständen einfach so ein bisschen untergeht, weil das Delay quasi von der Priorität her die gleiche Lautstärke hat. Oder nicht von der Priorität, sondern von der Lautstärke her. So, und jetzt gibt es eben dieses Ducking, womit man einfach sagen kann, okay, wenn Originalsound hier reinkommt, dann drücke mir die Lautstärke meines Feedbacks hier runter. Und ich mache das erstmal ohne Ducking und drehe dann das Ducking einfach mal komplett auf, damit man schön den Unterschied hört. So, also habt ihr gehört und was man mit dem Ducking eben auch nochmal machen kann, wem es aufgefallen ist. Ich habe hier immer so relativ moderat die Tasten gedrückt, also jetzt kein Staccato. Man kann dem Delay zusätzlich auch nochmal eine Rhythmik mitgeben, so rum. Ich mache das jetzt gerade nochmal, vielleicht mit ein bisschen höheren Tönen, dann hört man das vielleicht auch so ein bisschen besser. Ich mache das Ducking. Nee, ich mache mal erstmal ohne Ducking und fülle den Sound jetzt erstmal an. Mach den hier mal. Also ich kann hier mit diesem Ducking also nicht nur einfach sagen, okay, der Originalsound, der kommt jetzt einfach hörbar besser rein, weil das ganze Effektsignal runtergedrückt wird, sondern ich kann mit diesem Absenken des Effektsignals, je nachdem in welcher Rhythmik ich die Noten dann reinspiele, auch nochmal das Effektsignal entsprechend pulsieren lassen oder eine Rhythmik ausführen lassen, wie auch immer ich das haben will. Ob das jetzt einfach nur ein simples Pulsieren ist oder ob ich damit tatsächlich mit dem Delay auch nochmal spiele zusätzlich. Okay, dann kommen wir hier zu dem Feedback FX-Container. Da kann man natürlich jetzt alles an weiteren Effekten reintun, wie ein Chorus, wie ein Distortion oder andere VSTs hier nochmal rein. Und bei dem Feedback FX-Container sei auch nochmal gesagt, wenn da jetzt zum Beispiel VSTs reinkommen, die so eine gewisse Latenz erzeugen, ist in diesem Container eingebaut, dass diese Latenz automatisch ausgeglichen wird. Also das heißt, man muss das nicht von Hand machen. Und dann gibt es noch diese Schneeflocke hier. Und diese Schneeflocke heißt einfach Freeze. Und unten in der Infoleiste steht auch Forever Off. Und wenn ich da draufklicke, ist Forever On. Dann sieht man hier auch, das Feedback ist hier ausgeschaltet. Was hier an der Stelle passiert ist, wenn ich jetzt hier ein Signal habe und ich drücke jetzt da drauf, dann wird das Signal, so wie es jetzt ist,
für immer gehalten. Feedback ist aus, da kommt jetzt kein neues Effektsignal mehr rein. Ich kann jetzt zwar spielen. Aber die neu gespielten Noten gehen nicht in das Delay Plus rein, sondern es wird einfach nur das vorherige Signal gehalten. Auch eine sehr schöne Angelegenheit, um quasi während dem Spielen, da kann ich das jetzt ausmachen, machen wir das hier mal so auf 80% circa ungefähr, dann geht das hier so langsam raus. Das heißt, ich könnte jetzt beim Spielen, beim Performen einfach jetzt irgendwie einen Soundteppich hier aufmachen. Drück hier drauf, dann habe ich genau diesen Soundteppich und spiele jetzt einfach Noten, die nicht in ein Delay reingehen. Habe hier aber trotzdem die Möglichkeit, das Ducking zu benutzen. Und wenn ich dann quasi fertig bin, dann drücke ich hier wieder auf das Forever und dann je nach meiner Feedback-Einstellung geht natürlich dann auch das Signal langsam zu Ende. Also muss nicht nur einfach beim Live-Performen sein, das kann ja natürlich auch sein beim Arrangieren, wenn man jetzt so einfach so einen Zwischenpart macht. Da spart man sich eine ganze Menge drumherum mit zusätzlichen Spuren, wenn man einfach das hier benutzt. Das am besten dann natürlich gleich in Audio nachher umwandeln, damit man das forever hat, auch diese Stelle. Und einfach, ja, wunderbare Möglichkeit, um eben zu produzieren oder auch live zu performen. Ganz, ganz tolle Sache. So, und dann gibt es natürlich die Width, die Stereobreite. Ups, vielleicht mal wieder. So habe ich alles so in einem, trotz Stereo, so ein bisschen im Mono-Delay und auch wenn ich das hier mache, müsste natürlich den Feedback hier auf tun, damit das so ein bisschen rüber geht, aber die Stereobreite wird quasi auf die Mitte beschränkt und die kann ich dann auch entsprechend hier vergrößern oder verkleinern. Und zu der Stereobreite gibt es dann auch noch hier diese Einstellung im Inspector mit dem With Effects Feedback. Feedback hier. Jetzt kann ich das Feedback quasi ins Mono reintun, drehe den hier wieder auf, habe immer noch mein Mono, aber wenn ich jetzt was neu hinzuspiele, habe ich das im Stereo. Jetzt kann ich das auch wieder ins Mono reindrehen und ich quatsche es das nächste Mal nicht und nehme hier jetzt mal noch das Crossfeed mit dazu. So, damit kann ich auch diesen Width-Parameter benutzen, um auch beim Performen oder beim Produzieren schon Effekte zu nehmen, wo ich einfach sage, wenn eine Note reinkommt, mache ich die breit und vielleicht bereite ich die dann nachher vor. Bevor die nächste kommt, schicke ich die quasi in die Mitte, mache dann die Width wieder breit und spiele dann die nächste Note und so kann ich immer so von außen nach innen die nächsten Noten nachschieben. Und kann damit auch so eine Raumbewegung erzeugen. Eine super, super Sache. Naja, und dann gibt es noch den Mixschalter. Der ist viel zu kompliziert. Nee, der ist einfach für Originalsignal oder affektiertes Signal. Affektiertes Signal. Und 50% ist halt 50-50. Original und Wet-Signal und alles, was da drüber geht, ist dann nur noch Wet-Signal. Das heißt, wenn ich eine Taste drücke,
Dauert es quasi diese Einstellung, diese Zeiteinstellung, wie lange oder bis wann ich das Effektsignal höre? So. Okay. Das ist eine Menge Holz, aber jetzt wird es noch besser. Und zwar gehen wir erstmal zum Inspektor rüber. Da gibt es die Einstellung hier on Changes und Update Rate. Und ihr kennt es vielleicht von den anderen Delays, wenn man im laufenden Betrieb, während delayed wird, die Zeit ändert, die Beats ändert, dann gibt es so ein Quietschen da drin. Und hier kann man das umstellen. Das standardmäßige Quietschen ist eben bei Repitch. Und die Update, mit der Update Rate kann man sagen, wie schnell umgeschaltet werden soll. Das heißt, ich habe hier eine Einstellung von 1 Hertz bis 1 Kilohertz, also wie schnell das passieren soll. So, wenn ich jetzt einfach mal 1 Kilohertz einstelle, mache hier normal meine 3 Sechzehntel rein. Vielleicht ein bisschen mehr Effektsignal, damit man das hört. Und ich stelle jetzt einfach mal auf 8 um. Dann habe ich sowas in der Richtung. Oder eben auch andersrum. Hier wieder so. Habe ich solche Geschichten. So, und mit dem Update hier nochmal auf Standard 10 Hertz. Und das hier mal aus. Dann machen wir hier mal wieder auf 8, dann spielen wir mal was. Zum Beispiel. Kann natürlich ein Effekt sein, dass man das auch tatsächlich so benutzen will. Es gibt ja keine falschen Sounds. Oder was man zum Beispiel auch machen kann, man macht das halt irgendwie extrem langsam. Wieso macht er das jetzt? So. Schalten wir mal um auf 1. Also alleine schon mit dieser Einstellung on Changes und Update Rate kann ich mir jede Menge Sounds vorstellen, die man nur damit kreieren kann, indem man die Zeit hier umstellt oder wenn man das hier quasi ohne Beat-Markierung macht, kann man da schon eine ganze Menge machen. Und dann gibt es natürlich jede Menge Zwischenstufen, die man hier fahren kann. Platte, die so langsam gescratcht wird. Zum Beispiel. So, und das ist allein jetzt nur mal das Repitch. Und dann gibt es eben auch noch mal das Fade. Und das Fade versucht das halt quasi so zu machen, damit man davon nicht wirklich was mitkriegt. Beziehungsweise, dass es relativ transparent ist. Das ist jetzt bei 1 Hertz. Und dann machen wir das Ganze nochmal auf 1 Kilohertz. Wie so ein Fade. Fade ist ja auch immer dazu da, dass man jetzt nicht irgendwie so einen abrupten Wechsel irgendwie mitkriegt, sondern es wird halt einfach gefadet. Ein langsames oder ein schöner Übergang dazu. Machen wir das wieder auf Standard und auf Fade, so wie es halt ist. Und dann gibt es hier noch den Level Control und den Threshold. Das ist ein bisschen ja wie so ein Clipper oder wie so ein Kompressor. Und das ist hier auch nochmal eben Clipper und Kompressor. Einmal einen Soft Clip.
Wo dann gesagt wird, okay, ist eine leichte Saturierung, also Light Saturation. Dann gibt es noch den Hard Clip, der halt wirklich abschneidet. Und dann gibt es noch den Kompressor, der die Lautstärke runterhält. Und das ist dann auch nochmal eine komplett schöne Geschichte. Wenn man jetzt hier zum Beispiel den Softclip einstellt und sagt, okay, der Threshold ist bei 0 dB und spielt dann hier mit dem Feedback rum. Einfach mal ohne Crossfeed, ist jetzt relativ wurscht. Stereobreite machen wir hier mal so. Und ich gehe mit dem Feedback einfach höher als normal. So, wenn ich das jetzt tue, wird natürlich der Sound immer lauter. Na, also wenn ich jetzt hier das Ducking hier weg. Dann wird das immer lauter. So, und wenn ich jetzt den Threshold runterfahre, dann hört man langsam das Clipping. Mit dem Feedback-Regler fahre ich dagegen quasi und bringe den Sound immer weiter dazu zu klippen. Der klippt immer mehr und dann hört man einfach dieses Grisseln, so ein bisschen wie Regen. Und dann wären wir beim nächsten Sounddesign. Könnte man jetzt mit dem EQ, hätte man vielleicht schon Regen am Start. Ein bisschen Sturm draußen. Vielleicht mit dem Repitch. So. Und ein ähnliches ist dann auch bei dem Hardclipper zum Beispiel der Fall. Wenn ich jetzt hier reingehe, der macht das ja noch ein bisschen offensichtlicher. Machen wir mal eine ganze EQ wieder hier auf. Gehe mit dem Feedback rein und dann mit dem Threshold von dem Hardclipper runter. Wie so ein Sturzbachregen. Ah, na, so eine Mischung aus White Noise und Pink Noise, so ein bisschen. Je nachdem, wie ich hier den EQ einstelle. Deshalb hatte ich hier auch das Spektrum hier eingestellt, damit man es ein bisschen sieht. Pink Noise wäre jetzt mit mehr Tiefenanteil, aber ich hatte ja auch vorhin den EQ so ein bisschen rausgenommen. Und so klippe ich jetzt quasi alles raus. Das hat natürlich einen ganz großen Einfluss hier auf den Feedback oder auf das Feedback. Ob ich das jetzt quasi für immer feedbacken kann oder nicht, das entscheide ich hier mit der Level Control und habe dann eben die beiden Clipper, Soft und Hard Clip, wo ich dann eben dieses Rauschen oder dieses Grisseln irgendwie da oben habe, womit ich auch schön spielen kann hier mit dem Feedback, dass das immer nur so ein bisschen reinkommt. Wenn ich hier so ein Stereo-Delay am Start habe, kann ich dann wunderbar so in den Ecken, in den Ohren, kann ich das Ganze auch hier nochmal mit dem Crossfit-Stereo in den Ohren so ein bisschen gritzeln lassen. Das heißt, wenn ich sowieso ein bisschen einen dumpferen Sound habe, dann kann ich einfach durch diesen Effekt, dass da irgendwo da so ein Rauschen, so ein Kritzeln irgendwie ist, den Eindruck erwecken, okay, der Sound an sich generell ist gar nicht dumpf, nur vielleicht dieses Instrument. Aber eigentlich habe ich ja einen hellen Sound, weil da oben irgendwas so britzelt.
die Bezeichnung. So, und dann gibt es natürlich noch den Kompressor und der macht im Prinzip sowas Ähnliches, nur dass er nicht klippt. Also das heißt, ich habe dann nicht dieses Grisseln und Britzeln da oben rum, sondern ich kriege einfach nur meinen Sound, nur nicht mehr lauter, weil der Kompressor das runterdrückt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier mache und den hier so auf 100 rum. Jetzt drehe ich den hier ein bisschen lauter, dann würde der Sound immer lauter werden und drehe dann einfach den Threshold vom Kompressor runter, also den Bereich, wo der Kompressor dann quasi langsam loslegt. Das wird erst lauter. Ein bisschen spät dran, ein bisschen geklippt. Deshalb war da so ein paar Artefakte mit dabei. So, und was jetzt einfach passiert ist, der Kompressor legt halt bei minus 18 dB ungefähr los und komprimiert das Signal. Durch das Feedback komprimiert es immer wieder aufs Neue. Das heißt, das Signal wird immer dichter und kriegt so in sich immer mehr Druck. Ich lasse das gleich nochmal so ganz kurz spielen. Und entwickelt so eine ganz eigene Klangfarbe dadurch. Je nachdem, wie stark ich da halt einfach quasi ein Feedback wieder reindrücke und den Kompressor habe. Wenn ich das immer so im Wechselspiel halt, dass es sich so gegenseitig in Balance hält, kann ich natürlich die ursprüngliche Klangfarbe erhalten. Es ist zum Beispiel wie so ein hochtöniger Maschinensound am Start, dadurch, dass ich jetzt einfach den Kompressor schon hier relativ weit unten habe und das Feedback komplett aufgedreht habe. Ich mache jetzt mal das Feedback komplett aus, gehe hier wieder auf Ausgangssituation. Jetzt versuche ich das Ganze so ein bisschen zu halten. Also man kann an der Stelle durch das Feedback und den Kompressor den Sound auch so halten, quasi ein bisschen ähnlich, wie man das machen würde, wenn man hier auf diese Forever-Knopf drückt, auf diese Schneeflocke. Hat allerdings den Vorteil oder vielleicht auch den Nachteil, aber eigentlich den Vorteil, dass man mit diesen Parametern gut spielen kann. Also nur mit diesen Parametern spielen. Bei der Schneeflocke kann man natürlich auch noch zusätzliche Noten reinspielen, unabhängig von dem Hall-Sound, den man da gerade am Start hat. Also eine unheimlich klasse Angelegenheit, was man allein bei diesen Parametern in diesem Device schon spielen kann. Und ich rate wirklich jedem, einfach mal sich Zeit zu nehmen, eine Stunde oder einfach von mir so einen ganzen Tag und einfach nur mit Feedback spielen. Das sind unglaublich tolle Sounds, die man da kreieren kann. Und lasst unbedingt die Aufnahme mitlaufen, also Audioaufnahme, damit ihr die Sounds, die ihr erzeugt, auch irgendwie konservieren könnt, weil die sind wirklich ganz, ganz toll. So, und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, was dieses Device nicht nur zu einem tollen Device macht, sondern auch zu einem Plus-Device. Weil die Plus-Devices in Bitwig sind ja immer Devices, die eine gewisse Vorkonfiguration haben, beziehungsweise eine Konfektion, wie der Sound, der da durchkommt,
quasi bearbeitet werden soll, was man bei den anderen Delays ja immer quasi selber machen muss. Vorne dran irgendwas in die FX, irgendwie noch einen Chorus rein, Flanger, EQ, irgendwie sonst noch was. Gibt es hier jetzt Vorkonfiguration bei den Plus-Devices und bei dem Delay Plus sind das hier diese hier. No Blur heißt einfach, okay, ich habe jetzt einfach, nehmen wir mal vielleicht eine höhere. Ich habe jetzt einfach hier so mein Delay, so mal ganz blöde gesagt, und das delayt jetzt halt einfach so vor sich hin. Und ich habe ja schon die ganze Zeit quasi, hier das Feedback müsste ich noch so ein bisschen einstellen. Und ich habe ja die ganze Zeit hier schon auf diesem Soft Short Diffusion Network, wenn ich also drunter gehe, dann kann man das besser lesen, auf diesem Short Diffusion Network gearbeitet quasi, und man kann diese Konfektionierung, sage ich jetzt mal, dieses Plus-Devices in vier verschiedene Konfektionierungen einteilen. Das eine ist No Blur, dann gibt es die Short Diffusion Networks, und die unterscheiden sich dann einfach so, ich nenne es mal in der Stereobreite. Das stimmt nicht so ganz, aber da sind noch mehr Dinge am Start. Das steht ja hier auch noch mal. Also hier habe ich so ein Short Diffusion Network. Mal hier so auf halb. Und mit dem White klingt das so. Einfach noch mal wie so ein zusätzliches Long Delay dazu. Also sprich, es gibt dieses Short Diffusion plus noch etwas mehr Modulation, das kann dann irgendwie sowas wie ein Chorus oder andere Sachen sein. Und dann einfach nochmal so ein Stereo-Spread, also eine Stereo-Breite mit dazu gepackt. Und dann gibt es die zwei Long Diffusion Networks. Das eine ist hier das Still. Sollte vielleicht auf Stereo gehen. Machen wir das einfach nochmal bei dem Short Diffusion, Entschuldigung, ich habe da nicht aufgepasst, dass ich da auf Mono war. Einfach hier den normalen und danach den White. Machen wir es nochmal mit. Das ist ja eine Standardeinstellung. Einfach noch mal ein bisschen mehr Stereo und so ein bisschen anderes, naja, andere Modulation, wie es halt hier steht. So, und dann noch mal die Long Diffusion, das ist der normal, der einfache quasi. Und Space, das ist mein absoluter Liebling, da könnte ich stundenlang Noten reinschieben. Mache ich noch mal erst den hier, weil ich jetzt wieder viel gequatscht habe, und dann den Space hinterher. Da hört man bei dem Space, finde ich, hört man schön, dass da noch ein Chorus, ein bisschen Detune irgendwie mit dabei ist und das Ganze halt auch noch mal mehr Stereo. Und dann gibt es noch den Reverse. Machen wir da mal vielleicht ein bisschen mehr Feedback. Erstmal aus, dann Feedback. Thank you.
Darum ging es mir zum Schluss um diese Resonanz bei dem Reverse nochmal zu zeigen. Also der ist ja quasi der Sound und spielt den quasi nochmal rückwärts als Hall ab und kommt dann quasi, je nachdem wie stark man hier einfach das Feedback aufdreht oder eben auch dieses Crossfeed anhat, kommt dann einfach noch zum Punkt, wo dann halt einfach nur das Ende, der Raum quasi resoniert. So, und mit all diesen Konfektionen, ich will es nicht Presets nennen, weil das ist einfach so eine bestimmte Art an Effekten, die da benutzt werden, kann man natürlich hervorragend, und ich wiederhole mich da auch gerne immer mal wieder, weil das wird so selten gemacht, weil vielleicht auch das Musikgenre jetzt auch nicht so ganz irgendwie das wiederhergibt, aber man kann ja zum Beispiel mit dem Delay Plus auch Sounds erzeugen. Also einfach das gar nicht als Echo oder ich benutze es teilweise sogar als eigenes Reverb eigentlich, weil es einfach so hervorragende Eigenschaften besitzt. Man kann einfach damit Sounds erzeugen und die dann wiederverwenden in einem Sampler oder man nimmt die einfach statt irgendwie einen normalen Riser mit White Noise oder Pink Noise, eigentlich normalerweise White Noise, nimmt man zum Beispiel sowas. Da könnte man auch Rhythmiken reinbringen, die für den Song dann auch wieder gut sind als Riser, die den Song dann vielleicht auch wieder ein bisschen interessanter machen. So ein Riser mit einem Ping-Pong-Delay und dann vielleicht noch irgendwelchen Feedback-Schleifen irgendwie drin, wäre vielleicht mal zu überlegen. Und das Ganze nur mit einem Tastenanschlag. So, ich würde euch jetzt noch um was bitten, wenn ihr so lange durchgehalten habt, und zwar nämlich genau das hier. Denn damit helft ihr mir in dem Kanal, also gebt mir einen Daumen, teilt die Videos, das finde ich am allerbesten, beziehungsweise schreibt mir Kommentare drunter. Wie gesagt, also wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt mit dem Delay Plus, was ihr das macht, das waren jetzt einfach nur so Anwendungsbeispiele, die ich mir habe einfallen lassen, beziehungsweise die ich mir auch bestimmt irgendwo abgeguckt habe. Und auch gerade solche Sachen mit dem Feedback nochmal, spielt damit. Da sind wirklich viele Sounds einfach drin und das Delay Plus nicht einfach als schnödes Delay zu verwenden. Dafür ist es eigentlich fast zu schade, auch wenn es einen wunderbaren Sound gibt. Aber mit dem Ding kann man richtig, richtig, richtig viel machen. Und in den meisten Fällen reichen vielleicht dann simplere Delays wie das Delay 1 oder Delay 2 oder vielleicht auch mal ein mega komplexes Delay wie das Delay 4, also das Tap-Delay mit irgendwelchen Modulationen drin. Aber auch das Delay 1 hier kann man natürlich für einfache Sachen benutzen, aber einfach im Hinterkopf behalten, wenn man mal wirklich eine interessante auch Hallfahne haben möchte oder auch vielleicht mal irgendwelche spannenden Übergänge machen. Vielleicht bei irgendwelchen Breaks könnte man das zum Beispiel machen, dass man einen Sound vorbereitet oder das Delay dann langsam reinzieht mit den Rhythmiken, die man da drin erzeugen kann, mit den Feedbacks, die man da erzeugen kann, um dann einfach mal eine komplette Abwechslung zu schaffen zu Riser und Co., die halt dann einfach nur einen White Noise hochziehen und das war's dann, könnte man hier eine wirklich extrem komplexe Auffahrt machen zur nächsten Abfahrt quasi. Und ja, also mich würde total interessieren, was ihr mit dem Ding macht, ob ihr das bisher auch so gesehen habt oder dacht so, naja, noch ein Delay, auch nicht schlecht.
Aber das Ding hat so viele Funktionen intus, die man auf den ersten Schlag vielleicht gar nicht so richtig wahrnimmt und nur durch das Rumspielen entdecken kann. Und da gibt es irre viele Sachen zu entdecken. Und schreibt mir, kommentiert mir unter dem Video, wenn ihr was gemacht habt, wenn ihr Ideen dazu habt, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich bin auch total offen und total neugierig, was ich vielleicht komplett übersehen habe, was man mit dem Ding noch machen kann. Vielleicht eben andere Leute auch noch. Und damit beschließe ich das Video jetzt auch. Das ist sehr lang geworden, aber ich finde, das Device hat es auch verdient. Und ich hoffe, ihr habt richtig, richtig viel Spaß damit. Hoffentlich mindestens so viel wie ich, wenn nicht sogar noch mehr. Alles klar, dann bedanke ich mich bei euch. Bleibt gesund und hoffe bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.